Ah, der erste Schnee in dem Jahr. Juhu! Findest die 1? Ja. Ja. Nein! Boah. Was ist das denn? Hä? Hä? Das kann man, glaube ich, mal weiter aufbauen. Das müsst ihr jetzt raten. Für was braucht man das? Das ist was zum Aufbauen. Nein. Das ist eine Krippe. Wie kommst du da drauf? Was hat wenig Zeit, was und mit selbstgebastelter Adventskalender für die Feline vom Jaro und von der Mila. Ja. Cool. Also noch ein Adventskalender von der Jamila. Von der Jamila. Selbstgebastelt. Mit einer Anleitung. Da steht drin: umdrehen und klopfen. Dann kommt eins raus. Nein, du musst ganz abklopfen. So. Ist das ein Puzzle? Echt cool. Aber woher weiß ich, warum ich Zeig mal. Weil es zwei Puzzles sind. Aber es ist ja super schwer, wenn eins ich nicht weiß. Eins auf der Rückseite und eins auf der Vorderseite. Super schwer. Das ist ja cool. Was hast du für einen Adventskalender, Nila? Ein Riesenkrimi. Von der Nila hier. Hallo, mein Adventskalender. Ah, das ist ja schön. Das ist wohl ein schweres Rätsel. Das ist easy peasy. Ich muss noch kurz meinen eigenen Adventskalender auspacken. Guckt euch mal den an. Okay, dieses Jahr haben wir echt viele Adventskalender. Sie hat ja eine seltsame Form. Wo ist die 1? Der schaut aus wie Sherlock Holmes. Das Rätsel ist, wo ist die 1? Adventstee, cool. Ist ja immer ein Tee, so ein Schatz? Vielleicht. Ja. Cool. Oh, da mach mal die zwei Blätter, oder? So. Der Adventskalender vom Jaro für die Salome. Boah! Salome, such mal wo eine 1. Wo ist die 1? Weiß ich nicht. Vielleicht das? Mila, nein! Die Salome hat noch eine kleine Schwäche, sie kann auch nicht die Zahlen lesen. Du müsst ihr ein bisschen helfen. Das ist natürlich kontraproduktiv für den Adventskalender, wenn du die Zahlen noch nicht kannst. Wo ist? Guck, warte, sammeln. So, Papa, damit die es nicht kaputt macht. Guck. Mhm. Oh, hat sie ein Armband. Ein Armband und eine? Was? Süßigkeit. Oh, hat sie eine Süßigkeit.
unser letzter Winter in Deutschland, voraussichtlich erstmal. Und den wollen wir natürlich schön genießen und wir freuen uns mega, dass es am 1. Dezember schon geschneit hat und wir sogar Schlitten fahren konnten und einen Schneemann bauen. Und die Kinder hatten auch ziemlich viel Spaß. In Madagaskar gibt es natürlich keinen Schnee, also gar nicht. Die kälteste Temperatur ist so ungefähr 10 Grad, was auch ganz schön kalt sein kann, weil in Madagaskar gibt es dafür auch gar keine Heizungen. Also die Häuser sind komplett ohne Heizung und auch manchmal auch ohne Fenstergläser. Dann ist da einfach ein Loch in der Wand. Und bei 10 Grad ist es dann natürlich schon ziemlich frisch. Manchmal, selten, gibt es wohlhabende Häuser, sag ich mal. Auch aus Stein gemauert. Die haben dann sogar einen Kamin, haben wir einmal gesehen. Genau, aber es ist wirklich super selten. Und genau, und im Sommer braucht man es natürlich auch nicht. Da ist wirklich schön warm in Madagaskar. Und übrigens ist dort quasi der dortige Winter, wo es 10 Grad eben hat, ist, wenn wir Sommer haben. Also genau umgekehrt. Da hinten kommt schon ein Weihnachtswichtel. Genießt du auch den letzten Winter in Deutschland besonders? Ja, vor allem, weil es jetzt zum 1. Dezember zum ersten Mal geschneit hat. So cool. Hab ich's aufgenommen, Schatz? Oh, voll rutschig. Ja, aber ich muss hier irgendwie wieder hochkommen. Bleib oben! Komm nicht hoch! Das ist kein Witz! Komm hier nicht hoch! Schatz, es ist wirklich super glatt. Er hat es geschafft. Jaro, schön, dass du da bist. Ja. Ich mag dich was fragen über Madagaskar, darf ich? Ja. Freust du dich auf Madagaskar? Ein bisschen. Und dann sehe ich nicht mehr meine Freunde. Dann, das heißt, ein bisschen bist du auch traurig? Ja. Wen wirst du besonders vermissen in Deutschland von deinen Freunden? Den Johannes und den Silas und den Julian und den Erik und der David und die Emilio und der Luca. Mili, welche Sprache spricht man in Madagaskar? Madagassisch. Welche Sprache musst du lernen, damit du in Madagaskar in die Schule gehen kannst? Englisch. Und kannst du schon ein bisschen Englisch? Ja. Sag mir, was magst du jetzt gerne machen? Ich mag Schlitten fahren. Du magst Schlitten fahren? Ja. Liebst du Schlitten fahren? Und Salome, freust du dich schon auf Madagaskar? Ja. Ja? Wie kommen wir denn nach Madagaskar? Weiß ich nicht. Mit dem Auto oder mit dem Flugzeug? Mit dem Flugzeug. Genau. Bist du schon mal mit dem Flugzeug geflogen? Ja. Stimmt, da warst du noch ein Baby. Celine, wenn wir in Madagaskar sind, was wirst du am meisten aus Deutschland vermissen? Lalakorn? Pomski? Zwei Kuscheltiere von dir? Und Schloss Graheim. Schloss Graheim? Das wirst du vermissen. Und Samson. Und den Samson. Wer ist der Samson? Unsere Katze. Kennst du drei Tiere, die es in Madagaskar gibt? Lemurenaffen. Was ist dein Lieblingstier aus Madagaskar? Gecko.
Kuss und Lemurenaffen. Auf was freust du dich am meisten, wenn wir Madagaskar sind? Auf mein Zimmer und mein Hochbett und meine Kletterwand, wo meine Route ist, meine Leiter. Ah. Bei meinem Hochbett. Und da gibt es auch ein Seil und unter dem Seil ist noch ein Bett und da ist dann das ganze Boden. Was gibt es in Madagaskar nicht, was es in Deutschland gibt? Fällt dir was ein? Es gibt keine Spielplätze und nicht Schwimmbäder. Gibt keine Spielplätze und keine Schwimmbäder? Ja. Oh nein. Hast du eine Idee, was wir da machen könnten? Ja, ich weiß. Wir könnten einen Spielplatz bauen und wir könnten mit einem Schwimmbad, da könnten wir einfach ein ganz großes Haus bauen und da Wasser rein. Und wenn wir in Madagaskar sind, auf was freust du dich dann? Wo kommst du dann hin? Ich komme dann in den Kindergarten. Genau, und wenn wir in Madagaskar sind, dann ist die Salome schon 3 Jahre alt und kommt dann in einen Kindergarten. Mit madagassischen Kindern. Bist du schon aufgeregt? Ja. Nela hat hier ein Huhn aus Schnee gebaut, also ein Schneehuhn. Was machst du da, Nela? Das hört mein Schneehuhn. Da oben ist der Kamm. Hier ist der Schnabel, aber der will nicht rein. Oh, ich glaube, ich muss da ein bisschen festmachen. Da wundern sich die Hühner, ha? Das Auge ist rausgefallen. Du hältst es nicht so. Unsere Hühner mögen keinen Schnee. Doch. Nicht raus, keine Chance. Die kennen den Schnee auch gar nicht so. Die ja, geht da rein. Machen Kaka noch. Also wir haben nicht Schneehühner, obwohl die weiß sind. Jetzt gehen sie lieber wieder rein. Jetzt habe ich extra einen Schneehuhn für die Hühner gemacht und kein Interesse. Wirklich kein Interesse. Sowas. Bin ich enttäuscht. Jetzt müssen wir lieber einen Schneemann machen oder ein Schneekind, weil die Kinder, die freuen sich bestimmt. Die bauen gerade schon den Schneemann, lass uns mal hinschauen. Okay. Schnee unten, wir brauchen Schnee. Hier. Jawohl, super, soll perfekt. Soll ich den Schneebatzen rollen? Ja, Schnee. Mach ich. Hey, ich mach einen Schnee voller Batzen. Ich mach einen ganzen Batzen. Schnee, jawohl. Da unten links, genau. Ja, super. Ich hab einen gefunden. Super. Hervorragend. Schau mal. Unten schön rein hier, schau. Ah, hat der auch was? Mach mal einen Schneemann dran. Ja. Moin. Servus. Wow, ein Schneebatzen, bitte schön. Ja, sehr gut. Sehr gut. Eine kleine Kräftigung. Den ich dieses Jahr gesehen habe. Hast du dich gerade lustig? So, bitteschön. Das ist ein kleiner Kaninchen. Hausaufgaben fertig. Nochmal einen drauf. Da ist ein bisschen Hunde gemacht. Super, oder? Ist halt raus. Cool. Hallo, Fahrt. Noch eine Nase? Ja. Oh. Hallo, Fahrt. Aber wir brauchen noch Schnee, um das festzukleben. Wir brauchen Klebeschnee. Hallo. Hat jemand Klebeschnee? Ja, da drüben ist noch. Bring mir mal noch Klebeschnee. Ich muss ihn festhalten, die Nase. Oh, wie heißt er denn? Oh, wie süß. Wie heißt er denn? Die Feline hat ihn vorhin Fabulous getauft. Stimmt, du sagst es erst bereits. Der ist wunderschön.